Alles fresh oder was? Junge. Hier ein krankes Set hier. GNL versus SDN. Wow, wow, wow. Wow, wow, wow. 12 Euro. Das ist unten hier. Mega Mandy. Warte. Ja. Oh, das ist heftig kacken. Glaube ich. Oder das Set läuft schon. Ja, normal. Kann auch sein, dass er Zähne putzt. Aber man weiß nicht über ihn. Hast du dein Portemonnaie vergessen? Okay. Nicht hier vorne, Alter. Ja, ist okay. Krankes Set hier zwischen GNR und SDN. Alles even hier. Hey. Alles klar. Bisschen kaputt, aber normal, ne? Okay. Endlich wieder healed out für AnyZen. Genau. Endlich wieder healed out für AnyZen. Ganz gut. Das ist auch dein Top-Level. Ey, die Top 13 ist da, ne? Hast du mitbekommen? Die ganze Top 13 ist da. Even Match hier zwischen DNL und SDN immer noch. Wir beide hoch. Oh, 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 DNL führt. DNL, und DNL führt. Holt das denn! Ja. Ist gut, gut geschlafen. Kacken. Ja. Ich bin mal gespannt. Oh. Hoffen wir nicht, ne? Feier, du hast gewonnen oder verloren? Feier? Wie viel hast du gegen Marc gespielt? 2? Ach, Last Hit. Ah, hat er gesagt. Ah, kann man leider nicht eintragen. Das ist immer noch das erste Match, Alter. Das ist überall knapp, ey. Nur noch 1,5 Minuten zu spielen. Wie wird DNL? Beide sehr passion hier in the time, Alter. Wer das gewinnt, gewinnt das Set. Laut der Pillologie. Ein Grab von Mega Man, das kann auch gewesen sein. Aber eigentlich. Oh, oh, nach oben. Nee, nach hinten. Ich glaube, Upright vielleicht gekillt, oder? Ich weiß es nicht. Der weiß schon, was er macht.
Eigentlich nicht. Ja, also SDN hat auf jeden Fall mehr Prozente, von daher muss Erika hier ja. Jacken vom Den L kann heftig chillen mit seinen Lemmets und seinem Leaf-Schild und seinen Bomben. Oh, die Lemmets killen auch demnächst. Wird das etwa ein Timeout? Wird das ein Timeout? Oh nein, oh, das war so. Normalerweise ist. Oh, 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 da sind Spaghettis am Start, Spaghettis. Oh, 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 ja, Upsmash, oha, 1-0 für DN fucking L. Ihr habt schon gespielt, oder wie? Hast du gegen Banana gespielt? Ah, und? Wie viel? Ja, ich find's auch mega scary gegen seine Samus. Echt? Keine Samus gegen Cloud? Er hat ja, klar, sicher. Oh, ich hab alles eingetragen schon. Ich hab auch gedacht, so, oh, ich spiel jetzt Silikon oder so. Das ist gut, nein, ich hab alles eingetragen. Du hast schon alles eingetragen? Normal, Bramburger. Ah, auf PC? Nee. Machst du oder soll ich? Ich hab halt jetzt meinen Setup mitgenommen, aber sonst hat keiner ein Setup mitgenommen. Also auf einem Setup vielleicht. Wir gucken, wie viele mitmachen wollen. Und entscheiden dann, würde ich sagen. Also, wir können auf jeden Fall noch eine Röhre hochschleppen und ein Setup anpacken. Vielleicht heute nicht, ne? Wahrscheinlich nicht. Mal gucken, mal gucken. Nee. Oh ja, oh ja, oh ja, oh ja. Oh, perfekt, ey. Okay, kommen wir zum Match zurück. Ja, den L mit einem leichten Lead auf jeden Fall. Hier Schatten der Nacht 58% versus 34% Mega Man. Das sind beide auf jeden Fall Chars oder eher Menschen, die sehr dicht spielen. Ja, sie entspannen gerne. Hat man eben gesehen, fast ein Timeout, aber da kam der Upsmash. Mal gucken, was jetzt passieren wird. Den L führt mit einem guten Lead. Aber ich finde es immer noch scary auf jeden Fall für ihn. Aber das ist schon entspannt, dass er Mega Man so heavy ist. Ja, das stimmt auch. Also Up-Throw-Kill auch, also 130 oder 50, irgendwie sowas. Mhm. Ja, er könnte halt mit einer Back-Air killen. Vielleicht fast schon jetzt. Also an der Edge würde er jetzt schon mit einer Back-Air killen. Das hatte nicht das Positioning. Oh, die Leaf Shields machen nichts. Okay. Ah, nice grab. Er ist offstage. Okay, recovered low. Low und safe. Low und safe. Oh, ein Lemon in seinen Kopf. Random F-Smash. Na, war natürlich nicht random, war alles berechnet von DNL. Beide auf jeden Fall hart am Chillen. DNL hat sein Projektil heute am Start. Also, das ist ja echt krank, wie er spielt. Ich würde schon fast sagen, crazy. Kutschibachi, Kutschibachi. 2-1, gegen wen? Schieb? Jo. Was? Okay. Und erster Stock für DNL weg. Alles klar. Alles drin, wenn DNL einen heftigen Uptilt landet hier. Oh, Becker. Schön. Oh, hätten wir alle null erwartet, aber wunderbar, 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 wunderbar. Wunderbar, wunderbar. Wird das vielleicht. Digga, zum vierten Mal fragen mich, wo ist Beigel? Zum vierten Mal sage ich erst kacken. Zum fünften Mal jetzt. Wo ist Beigel? Bist du Beigel? Bist du Beigel? Okay. Oh, oh. Alles wieder even hier. Even Steven. Even Steven. Wie ein weiser Mann einst sagte. Okay. Oh, und den Upsmash trifft er einfach mal. Ja, er spaced jetzt auf jeden Fall schon anders. Er hat gut adapted gegen Daniel, aber... Prozente werden aufgebaut. Er muss stahlharte Nerven haben, um gegen Mega Man consistent ein Game zu spielen. Mhm. Ja, wenn er dich einmal mit Lemmings trifft, bist du wieder draußen. Oh, das war ein Hit vom Leaf Shield und der kassiert Damage. Gute Use hier von den Leaf Shields zu grabben. Der Lieblingsattacke. Leaf Shield. Nicht Lemon, ich finde ja erst der
German Lemon Master. Das kann auch sein, ja. Aber guck mal, Leaf Shield. Oh! Dafür kassiert ein F-Smash. Hat sich nicht gelohnt zu Leaf Shielden. Oh, das kann der Jump, aber alles hat sich gelohnt hier. Oh, eine Backer. Nice. Ja, so ist eigentlich noch alles easy soweit, ne? Ja. Also, Shoryuken killt ja auch so bei 80 bestimmt. Ja, also, er hat die Tools, Mega Man, aber es ist schwer, die zu treffen auch. Und ich bin gespannt, ob er das schafft. Kirby stirbt halt viel früher, Mega Man ist echt heavy. Und er chillt im Moment schon hart, aber ich glaube nicht, dass er jetzt irgendwie ein Setup hat, wo er mit ihm mitkillen kann, außer irgendwie Leaf Shield F-Smash. Oh, ein Double. Ja, das haben wir gar nicht gerechnet. 1, 1. Der Sieger! One! One! Sieger! Der Häschen gegen Stepper 2-0. Doch schon. SDN muss hart überlegen, was er bannen wird, ob er bleiben wird. Aber ich glaube schon, dass er bleiben wird. Kongay Kanga. Okay, auf wen warte ich jetzt eigentlich? Auf A? Es wird lange überlegt, hart überlegt. Hart. Ich bin gespannt, ich bin echt gespannt. Ich bin mir nicht sicher, wen er nimmt, aber wie ist denn mit hier DDD eigentlich? Ich weiß es nicht. Ich glaube, er wird echt vieles verprügelt von Kirby. Ja, kann sein. Nee, er sollte schon bei Mega Man bleiben. Ich spiele aber immer die bösen Chars von den Spielereien immer gerne gegen die guten. Also wenn jemand Mario spielt, ich spiele sehr gerne Bowser gegen die. Wenn die Link spielen, ich spiele sehr gerne Ganon. Da bleibt tatsächlich bei Mega Man, die sind beide jetzt auf dem Schlachtfeld. Ja, jetzt wird nochmal richtig geschlachtet mit Rasierknien und Set hier. Ich kann dir sagen, gegen wen du... Oh, wir müssen gleichzeitig, aber ist egal. Ich sollte einfach bei währenddessen. Einfach so währenddessen. Und das sieht ganz gut für die DNL aus. Er hat 1% weniger, darum ist... Und er verliert jetzt so hart, wie man sieht. Oh, 5% mehr, ich glaube, das war's. Oh, down, ja. Oh, das ist viel Prozent. Ja, ich glaube, SDN kommt jetzt... SDN hat auf jeden Fall adapted. Er weiß jetzt, wie er mit den Attacken durch die Leaf Shields rauskommen, wie er auf die Lemons reagiert. Mhm. Daniel muss innovativer spielen, sich was Neues einfallen lassen. Ja, zum Beispiel die machen gut Damage auf jeden Fall. Aber Lemons und Leaf Shields alleine werden ihm jetzt nicht mehr. Guter Lead hier für SDN auf jeden Fall. Oh. Ein Grab. Okay, auf Stage und wieder Leaf Shield. Ah, hat ihm nichts gebracht. Nee. Er holt echt oft die Leaf Shield raus. Ich weiß nicht, ob das nicht gut ist. Nee, sollte er nicht machen. Er muss adapten. Ah, ja, Back, schöne Back-Air. Ja, die Back-Airs können ihn retten, aber die darf er jetzt noch nicht zu früh einsetzen. Mhm. Ich muss ihm noch ein bisschen Damage machen. Smash. Der trifft immer, hat er gestern gesagt. Der trifft immer, egal oder wen. Smash ist safe. Der gute Alte. Na, ja. Shoryuken aus dem Nichts. Dafür wird ihm ein Smash gepunished. Ja, ich dachte auch an den Shoryuken, dass er Shoryuken killen macht. Ja, das war alles auch. Oh, Fruitful. Oh, schade. Ich hätte jetzt mal Leaf Shield Footstool und dann mit der Downer getroffen, aber leider nicht gespiked. Rechts ja, Kirby hat halt auch ein paar mehr. Ja. Ich würde jetzt nicht zu greedy hier. Nee, er muss einfach chillen. Ja, einfach chillen. 117% auf Kirby ist auf jeden Fall legit. Da hätte er ihm vielleicht eine Backer geben müssen. Mhm. Sein Game sollte sowieso jetzt darauf aufbauen, dass er ihn... Ja, Up Smash wird jetzt auch noch nicht killen, glaube ich. Das ist Battlefield.
sein Hassstage eigentlich, dachte ich. Oh, oh, wow, der hat das echt noch erlebt, überlebt. Oh. Oh. Wow. Well. Hmm. Hmm. Oh, Jeff. Shoryuken. Ja, dieser Sour Spot von den Lemons auch nur. Wenn man nah genug dran ist, trifft er eigentlich. Da wird schon ein Wochenende dran gesessen. Okay, 3%. 9. Komm, noch ein Lemon. Ein Lemon noch. Let's go. Eine mehr. Ja, 11. Oh. Er braucht ein paar Grabs jetzt auf jeden Fall. Okay, er ist offstage. Oh, das war so. Nein, nicht. So viel Damage. Das Leaf Shield. Nein. Er hat gefastfallt auch, ne? Ja, schade. Schade. SDN gewinnt 2-1.